Wunderschön, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch ist auch so schön warm wie mir gerade. Wir sitzen hier am Ofen im Militärgebiet mit 32 Spielern und einer durchgeladenen Makarov immerhin. Ich weiß nicht, wie lange das hier gut geht, keine Ahnung. Ich hoffe, wir finden Schalldämpfer demnächst. Wir müssen noch das Militärlager looten. Wir haben bis zwei Baracken bisher gehabt. Die beiden, glaube ich, waren das bisher. Wir gehen jetzt hier alles schön durch, ist ja klar. Bis wir dann erwischt werden von den Zombies und rennen dann panisch in der Weltgeschichte rum. Ich kann übrigens das Feuer, fällt mir gerade auf, gar nicht löschen hinterher. Mist. Ich habe gar kein Wasser mit, stimmt. Hm. Ach, sind die Zombies entspannt? Das sieht aus, als ob das Visier auf der Pistole drauf ist. Okay. Uns geht's gut, wir ziehen weiter. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht erwartet von irgendjemandem. Dings, ey, dieser Sammy oder unten rechts, ey, was er ständig an Destiny 2 die ganze Zeit schon macht. Auf den Sack. So. Ach man, Leute, ich wüsste auch nicht. Erstmal alles an Pistolen mitnehmen. Gucken, was wir dann am meisten an Munition hinterher mit rausnehmen hier drin. Und dann können wir uns immer noch entscheiden. Moderat isoliert. Gut isoliert. Etwa 3 Kilo wiegt die so. Was? 7 Kilo wiegt die blank? Nein. Wirklich? Die wiegt 7 Kilo einfach so. Krass, meine Ausdauer ist auch wieder am Start. Ich habe mich schon gewundert, was meine Ausdauer wieder gemacht hat. Die Pressweste wiegt ja übel viel. Oh, das ist nicht schlecht, wenn wir den Scorpion finden. Die Munition hätten wir schon mal. Na? Zombie wirkt ein bisschen angepisst da hinten. Es wird Tag. Ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen aggro. Ja, Polizeijacke, Hose brauche ich alles nicht. Oh, ja. Einfach ja. Gummislacks. Das Papier nehme ich aber gerne mal mit. Da können wir immer wieder ein Feuerchen anmachen, ohne jetzt extra einen Rack dafür zu verbrauchen. Wer sagt das? Ladehemmung. Oh, Alter. Oh, was? Das ist halt der Nachteil an solchen Schrottwaffen, ne? Die ist halt ziemlich im Arsch schon. Ja, haben wir gleich wieder, haben wir gleich. Alles gut. Uff. Naja. Wartet mal kurz, bin gleich soweit. Ich glaube, der hat nachträglich noch rumgeeiert. Makellose Wollhandschuhe haben wir schon. Gut. Habe ich trotzdem ausgetauscht, weil ich es kann. Oh, die brauchen wir ACP. Die ist doch ACP, oder? 380. Genau, ACP 380 für die Makarov bzw. Scorpion. Je nachdem, was wir da noch kriegen.
Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Guck mal hinterher, was wir brauchen. Nehmen wir mit. Okay. So, ganz links außen die Baracke haben wir noch nicht. Ich hoffe, ich werde dich beobachtet. Also erstmal, ist ja klar, kennt man ja. Ach, wir brauchen Waffenreparatursets, wirklich. In der waren wir drin, in der gehen wir, in die gehen wir jetzt rein. Gummislachs, Schmutz. Aber wir haben unsere Macke auf mit Schalldämpfer. Immerhin. Isoliert. Woran liegt's? Das wollte ich nicht. Ach, geht mir auf den Sack hier wirklich. So. Was sagten die hier? Ich hätte gern 545 mal 39. Die haben wir hier. Ist auch ein SSG-Mac. Sehr gut. 55 ist auch SSG. Mal 39, das ist dann auch die. Okay, ich lade das mal kurz durch, das ganze Gelumpe hier. Die muss dringend ganz gemacht werden. Die mit Schalldämpfer, ey. Oh, geil. Ich hab doch noch eins, ja. Und ich hätte gern die Munition. Danke. Und würde gerne das dann so machen. Wie mache ich denn das mit den Hotkeys? Das ist immer so eine Sache. Ich muss mir merken, dass auf der 3 jetzt die Pistole ist und auf der 4 was zum Bemessern und auf der 5 die... Das merke ich mir nicht. 3 ist Messer, 4 ist Heilung. Ist halt immer so, ne? Kannst du ja auch nicht ändern. Pistole hätte ich trotzdem... Pistole ist auf der 2 bei mir. Und auf der 1 mache ich dann halt lieber die Schrotflinte hin. Also irgendwas, womit ich fighten könnte. Und das Ding kann ich per Drag and Drop machen. Bei den Scharfschützengewehr hole ich ja in der Regel raus, wenn ich irgendwas in Ruhe spotte. Und in Anführungszeichen Zeit habe. Mag auch auf makellos. Sehr gut. Ich weiß, denkt eine Kugel noch im Lauf, aber... Auch egal. So, jetzt haben wir schon mal trotzdem noch einen kaputten Schalldämpfer, aber eine Pistole, die jetzt nicht alle Fortsatz eine Ladehemmung hätte. Das ist schon mal angenehm. Gibt noch eine Baracke, gibt's nicht. Das heißt, wir ziehen raus. Raus, Hochspannungsmasten links rum in die Ortschaft. Hochspannungsmast, uns ist noch warm. Und wenn ich mich alles täusche, komme ich hier hinten ja nach wie vor nicht raus. Ich muss durch die Tür da vorne. Da. Sehr gut. Aber ich finde die Location echt cool. Also ich gehe mal wieder gerne hier rein. Die Fetz, die hat was.
Und immerhin, ne? Wir haben eine Schrotflinte, wir haben kleine Scharfschützengewehr mit ein paar Schuss, wir haben unsere Pistole. Uns geht's gut, wir haben einen gefüllten Bauch, temperaturtechnisch geht's uns gut, klamottenmäßig ist so lala, ja, ist okay. Also man sieht, man kommt doch relativ gut wieder rein. So. Der hält das ja komisch, oder? Genau, und wenn ich halt das die Waffe nehmen will, die nehme ich ja in der Regel, wenn ich Zeit habe. Ich glaube nicht, dass ich die mit dem Hotkey jetzt unbedingt brauche. Ne? Das ist ein sehr, 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 sehr frecher Baum. Ah ne, den hab ich. Okay, sehr gut. Dafür ist sie gut, hör mal. Hoi. Mir wurde geraten, immer das Fett mitzunehmen. Das kann man essen. Das Wolfsfleisch nicht. Aber das Fett. Wie clever das jetzt ist, tatsächlich hier zu... Was ist das denn? Ach krass, ich dachte, das muss man bauen. Sowas muss man erstmal craften. Ja, Gedärme, Gedöns, lasse ich alles. Die Mütze nehme ich jetzt natürlich mit, ist ja klar. Also wenn die da schon so liegt. Ich dachte, die muss man craften. Deswegen habe ich beim letzten Mal Voicefell mitgenommen und habe gehofft, dass ich Zielenkit finde, Lederzielenkit. Dass ich mir sowas craften kann. Dass es einfach so droppt, ist natürlich cool. Ja, geil. Eine Fellmütze, gut isoliert. Nehmen wir. Hinten ist ja auch noch was Militärisches, was Kleines. Ich wollte mal ganz kurz, eigentlich wollte ich ursprünglich immer schnell hier ein Seil craften, dass ich hier ein bisschen Platz habe. Und ein Seil hätte ich gern dabei für eine Angel. Wobei im Landesinneren, wir haben eine Waffe. Brauche ich so eigentlich nicht mehr, oder? Die Schritte im Schnee von irgendwelchen Tieren. Die Wölfe haben sich, by the way, gerade nicht angekündigt, ne? Möchte ich mal erwähnen. So, das Fett würde ich gerne mal irgendwie hier so mit reinpacken. Die Munition gerne hier hoch, wo es hingehört. Dass wir mal gleich so ein bisschen das Militärische ein bisschen sortiert haben und das andere halt. Das ist wieder so blöd angeordnet, ja, alles. Oh, das ist alles so eine komische Größe. Hm. So. Ja, und ihr meint ja, das Fett kann man essen. Ich weiß nicht, wie gesund oder ungesund das ist. Keine Ahnung. Aber können wir gerne machen. Vielleicht finden wir eine Skorpion jetzt da drin. Das wäre natürlich auch noch angenehm. Das Ding hier mitten in der Walachei. Was wird das sein hier oben? Wahrscheinlich. Mhm. Schurflintmunition wäre auch nicht schlecht. Wir haben bloß noch 3 oder 4 Schuss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 3 Schuss. Alles Kacke. An so hackeballtechnisch. Damit es mal verbraucht wird. Wo macht denn so ein Ding am meisten Sinn eigentlich? Wahrscheinlich nicht in der Weste. In der Jacke? Hose? Moderat isoliert. Sehr gut isoliert.
Diese komischen Ghillies-Jutsi brauche ich nicht. Aber man merkt doch schon bei den ein oder anderen Dingen, wie doch etwas vereinfacht, die das rausgenommen haben, bestimmte Mechaniken, um wirklich den Casual-Spieler auch ein bisschen anzusprechen. Was zum Beispiel das angeht mit dem Wolfskopf-Ding, dass man das nicht merkt, dass man das gar nicht craften muss, dass es einfach droppt. Einfach so, ne, dass man halt, oh cool, habe ich jetzt, danke. Oder Ghillies-Jutsi, was das damals für eine Aufgabe war, so ein Ding zu bauen. Alter, was du erstmal gelootet hast und sowas, um so ein Ghillies-Jutsi zu bekommen, das war halt so special einfach. Jetzt liegt das einfach so hier rum, das Ding. Ist schon krass. Wie groß ist denn das eigentlich, wenn man das mitnehmen will? Eieiei. Da merkt man doch schon so die ein oder andere Sache, wo die Entwickler gesagt haben, ja komm, lass es so spawnen, das craftet sich doch sonst kein Mensch, das macht sich ja keiner die Arbeit. So macht man vielleicht eher mal jetzt so just for fun, sagt man sich, komm, ich zieh es einfach mal an, geh ja mal in so die Militärbasis, snipe da ein bisschen rum und hol im Zweifel mit dem Zeug wieder zurück hinterher. Man kann es ja auch verbuddeln, also. Nimmst deinen Rucksack, packst irgendwo rein, verbuddelst das Ding mit so einer Tasche da und dann ist holst du später wieder raus. Ist ja alles möglich. Also man merkt da schon ein paar einfache Sachen. Auch das Angeln und so, das Jagen generell. Ist dann doch schon ein bisschen einfacher gemacht, als es sein durfte. Also von meiner Warte aus darf sowas gerne noch ein bisschen krasser sein, ein bisschen härter. Aber ich verstehe auch, dass der ein oder andere Spieler da auch jetzt keinen Bock hat, eine übelste Wissenschaft rauszumachen. Man merkt das in anderen Spielen, zum Beispiel würde ich sehr gerne eigentlich mal Escape from Tarkov spielen. Aber die Lernkurve ist so brutal. Weiß ich nicht, ob ich die Lust und die Energie dafür jetzt habe, das zu machen. Und erstmal hier 100 Stunden reinzustecken, um überhaupt die Grundmechaniken ein bisschen zu raffen. Aber gut, anderes Thema. Ich bin ja gerade noch dabei, die Ortschaft ein bisschen zu looten. Und das ist, glaube ich, die gemeint wurde in den Kommentaren. Weil ich ja gesagt habe, es gibt so viel, also wenig Jäger-Gedöns. Mosin, Longhorn, Winchester-Munition, Cowboy-Hüte, so das ganze Zeug halt. Und da wurde schon gesagt, Mitte der Karte die Ortschaften. Und ich würde sagen, das und das ist damit gemeint, denn ich finde ja ständig irgendwas, was das angeht. Ich habe die Mosin gefunden, die kann ich nicht liegen lassen, die musste ich mitnehmen. Mit 3 Schuss. Und kurz danach eine Longhorn, konnte ich auch nicht liegen lassen, muss ich auch noch mitnehmen. Und sämtliches Jäger-Equipment. Also das ist schon geil. Das ist halt wirklich hier in dieser Ecke so das Ding schlechthin. Anscheinend. Oh, mir ist kalt. Okay. Okay, mal ein Feuerchen machen. Genau, deswegen konnte ich das nicht liegen lassen. Ich habe das hier mitgenommen. Ich mache gleich mal ein Feuer, brennt das Fett durch. Mach mir das dann auch mal auf jetzt. Danke. Und da haben wir auch wieder ein bisschen Platz. So, aber erstmal brauche ich Stöcker. Geh in das Haus hier gleich mal rein. So, komm mal her. Psst, die ist laut. Das ist so das Jägerdorf anscheinend. Mega geil. Da lag auch ein Cowboyhut. Ich habe kurz überlegt, aber wenn die Kälte nicht wärme, hätte ich's gemacht. Cowboyhut mit Revolver und Longhorn und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Okay, let's go. Noch eine Mosin, ich raste aus. Kann man das dann gebraten so einfach essen? Das ist doch widerlich, oder? Macht er das mit der Charakter? Oder ist das nur zum äußersten Notfall gedacht? Eine Wasserflasche, die man unschwer erkennen kann, habe ich auch gefunden. Die können wir dann sogar reinigen. Also, behandeln. Und ansonsten abgenutzt. Makellos. Demoliert. Kriege ich die irgendwie ganz? Nee. Weder mit dem noch mit dem, ne? Muss ich hoffen, dass ich noch bessere Schuhe finde. Ein Schuss ist da drin. Ich mal so mitnehmen, diesen Einschuss. Und hier reinmachen. Dann haben wir immerhin insgesamt 4. Ich habe die Schrotflinte dafür hingelegt. Ich weiß, das ist nicht clever mit 2 solchen Dingern, aber wenn wir ein paar Schuss mehr für die Mosin und vor allem ein Visier haben, droppe ich die eh. Mosin, komme ich nicht drum rum. Die muss ich spielen. Ich liebe die Mosin. Was halt cool wäre, ich würde das immer gerne näher ranstellen.
Aber ich. Was halt geil wäre, wäre, ich könnte ich, wenn ich das so hinnehmen könnte und ich jetzt hier so platzieren könnte einfach. Ja, das muss reichen. So, was steht denn da? Ein Stück Fett gut zum Braten und leicht entzündlich. Also auch für eine Fackel ganz gut. So blank essen. Ich finde das ja übel eklig. Kommt so schon hoch, wenn ich nur dran denke. Was bringt mir das? Das ist wahrscheinlich. Die Koordinaten könnte ich jetzt einem Kumpel durchgeben und der könnte dann sich daran orientieren, wahrscheinlich, oder? So, mir ist ziemlich warm anscheinend. Man merkt schon die bessere Kleidung. Wenn das durch ist, essen wir das, dass es endlich mal wegkommt. Jetzt kommen Seil, brauche ich nicht mehr. Wir können jagen. Wir haben eine Longhorn. Vor allem für die Großwildjagd gedacht. Krass. Flasche Wasser, zack. Machen wir gleich mal direkt clean. Während ich mein Gesicht in die Flammen halte. Steht da behandelt? Nee, schade. Sollte man sich also merken, ob man das schon gemacht hat oder nicht. Es gab mal Kugelschreiber eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wäre cool, wenn es die noch gäbe. Da könnte man nämlich jetzt zum Beispiel einen Kuli nehmen, das kombinieren und... Oh, Miss Hot Hot Hot. Das miteinander kombinieren und dann einfach sagen, so raufschreiben, Informationen, also aufs Etikett quasi, so behandelt oder ein Haken oder X oder Kreuz oder was auch immer. Irgendwas. Ja, wie cool. 7,6539 ist keine Mosin-Munition leider. Oh, die passende Jacke. Hallo? Die ist aber halt nur moderat isoliert, ne? Ja, muss ich nehmen. Passt halt besser. Ins Setting. So. Mal wieder viel zu viel Makarov-Munition. Für die Snapper, die passenden Magazine dazu. Ja, eigentlich ist das schade um die Jacke, aber es passt so, glaube ich, besser zusammen. Würde die gleich mal im selben Atemzug ganz machen. Nachdem ich das gemacht habe, droppe ich mal ein Klebeband. Zweimal Klebeband und ein Kit ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Nimmt mir auch permanent Platz weg, das Zeug. Beschädigt. Können wir nochmal machen. Da muss ich auf jeden Fall in der nächsten Ortschaft mal gucken, ob man da jetzt auch so viel Jägerzeug findet. Eine Bauchtasche, also einen Gürtel haben wir noch nicht. Und keine Brille. Ich erst das mal, ich probiere das jetzt mal. Guten Tag, herzlich willkommen. Scheint zu klappen. Ich finde das ja mega widerlich. Aber gut, so haben die Wölfe wenigstens eine Daseinsberechtigung, wenn die mir auf den Sack gehen und ich die töten muss. Dann können wir wenigstens die gleich snacken hinterher. Okay. Also ein Scope. Für die Mosin wäre noch Zucker. Und wenn wir noch eine andere Flasche finden, können wir sogar einen Schalldämpfer drauf machen. Also aus der leeren Plastikflasche und ein Ducktape, glaube ich, war das. Können wir ja einen improvisierten Schalldämpfer machen. Bei dem Kaliber wird wahrscheinlich nur ein Schuss halten, aber immerhin. Das war doch 7,62 × 5,4 und nicht 3,9. Das ist 3,9, genau. Gepolsterte Handschuhe. Meine waren auch sehr gut, ne? Ja. Brauche ich nicht. Wie geil das aussieht, ey. Auch der Sound, so diese Krähen im Hintergrund und so. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das hier ist, hier rumzueiern.
schon cool. Eine Säge brauche ich nicht. Geht gleich weiter, ne? Wisst ihr ja. Ihr wisst ja, wie es läuft. Okay, warte, gegen das Licht. Also mit dem Licht von hinten, meine ich. Und so, danke. Ja. Ja, ich will. Ich muss erstmal den Schalldämpfer ganz machen. Der ist mir am heiligsten. Ich weiß nicht, was ich damit alles repariert kriege, aber die Schalldämpfer sind für mich am allerwichtigsten gerade. Das Ding sieht nämlich auch schon sehr mitgenommen aus. Ach hier. Abgenutzt, okay. Lege ich kurz hier rein. Das Ding nehmen wir auch noch mit. Aber der hat einige Haltbarkeit tatsächlich. Der ist einfach nur eklig dreckig, dieser Kasten. Aber hat noch einen ordentlichen Haltbarkeitsdatum. Sehr sympathisch. Beschädigt. War das nicht gerade auch schon beschädigt? Habe ich das aus Versehen abgebrochen? Ja. Oh, geil. Vielen lieben Dank. Abgenutzt geht nicht besser, genau. Ich würde jetzt für das bisschen das nicht ehrlich gesagt mitschleppen wollen. Das Ding beschädigt. Macht das Sinn, das Ganze zu machen? Mag auch auf abgenutzt, wird auch nicht besser, ne? Scheiße. Dann nehmen wir es erstmal mit, dass wir noch einmal was machen können. Aber eigentlich ist es ein bisschen Platzverschwendung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Rifle, die ich habe, unbedingt reparieren sollte. Ob das clever ist. Da. Ich gehe erstmal dahin. Also jetzt mal hier rumlooten, ne? Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber die Ortschaft, die ist halt einfach Bombe. Also, I love it. Ist ja genau mein Loot, was hier rumliegt. Noch schön Mosin-Munition, wenn ich da noch ein paar Schuss jetzt hab. Bitte. Ja, nach ihnen. Danke. Wenn ich da noch ein paar Schuss habe und ein Visier, dann kann ich halt die andere Waffe droppen und dann sind wir halt wirklich on point mit dem Zeug. Jägerhose ist auch schon die dritte, die ich jetzt hier finde. Batterie. Also man merkt dieses Gear, was hier rumliegt. Ne? Das ist wirklich... Finde ich cool, dass es da so Ortschaften gibt. Ich finde, es dürfte trotzdem gern ein bisschen random Mariga spawnen, wie man das so schön sagt. Wäre, glaube ich, geiler. Wo war ich denn jetzt? In welchem Stall? Alles klar. Aber so hat man wenigstens auch eine Anlaufstelle, wo man weiß, okay, hier ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach noch höher. Eine Kopflampe. Würde ich sogar einer normalen Taschenlampe fast bevorzugen. Jägerjacke makellos. Meine Jägerjacke war ja das. So. Zack. Zack. Doppelklick. Ja, hab ich mir gedacht, dann macht er das wieder irgendwo hin. Kann ich eigentlich. Das Kaliber ist so krass, ne? Ich kann da keinen Pistolenschalldämpfer draufsetzen, oder? Nee. Dafür brauche ich einen richtig dicken Schalldämpfer. Shit. Oh ja. Endlich mal weg mit diesem komischen Tuch. Und endlich mal das Ducktape aufbrauchen. Gott sei Dank. Das sieht schon cool aus. Perfekt. Und das Ducktape ist weg. Super. Das Ding haben wir noch hinterher. Ich hoffe, es passt rein in die Plauze. Ja. Ey, wie schön das aussieht.
Umgebungsnaturgeräusche dürften ruhig lauter sein. Ich würde die gerne lauter machen, aber dann sind meine Steps und alles, was so mit diesem Zeug drumherum ist, was man macht, ist mir dann immer zu laut. Also Türen öffnen, Türen schließen, das passt ja alles, aber so, wenn ich jetzt hier bin... Da darf ruhig mehr Natur sein. Mehr Wind, ganz leise, so ganz dezent. Eine gefrorene, getrocknete Tomate. Es klingt so, so traumhaft, das packe ich mit ein. Mittlerweile weiß ich nicht mehr so richtig, wo ich schon war und wo noch nicht. Gut, zum Glück sieht scheiße aus in der Kombi. Sonst hätte ich ernsthaft überlegt. Aber das geht halt gar nicht. Brauche ich davon was? Nö. Ich glaube, hier war ich schon. Hier habe ich angefangen. Dann würde ich sagen, wir ziehen mal in die andere Ortschaft. Mal sehen, ob das da auch so geil ist mit dem Loot. Weil hier ist einfach die Chance hoch, dass wir noch ein Reparaturset oder Waffenpflegeset bekommen. Und solchen Lootspots und halt ein Visier für die Mosin. Das wäre Zucker. Kann ich das reparieren? So nicht. Vielleicht muss die leer sein. Ich weiß es nicht. Oder ich brauche wirklich ein Zwing-Kit. Aha. Dann mache ich es doch. Einfach für die Optik. Bis gleich. Ja, also mittlerweile ein zweites Waffenpflegeset. Hier ist ein komplettes. Hier ist ein komplettes. Eine zweite Plastikflasche habe ich auch gefunden. Die Ortschaft ist einfach, das ist wirklich Wahnsinn. Heftig. Einen Kompass habe ich auch gefunden. Bin gerade voll happy, was das angeht. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ja, so viel habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Jetzt habe ich das aus Versehen doch eingepackt. Abgenutzt, demoliert. Ja, tschüssi. Dann nehme ich das jetzt doch mit. Dann setze ich die jetzt beide da oben hin mit dem Sewing Kit. So vielleicht. Ja, ich glaube, so mache ich das. Ich lasse das Ding liegen. Scheiß drauf. So, ansonsten würde ich sagen, habe ich die Ortschaft jetzt so langsam durch. Also ich bin immer noch in derselbigen, ne? Ich habe jetzt das halt alles nochmal durchgelootet. Die ganze Ortschaft ist soweit durch. Ah, weiter oben ist mir zu viel Straße. So. Oh, Hallöchen. Die haben wir durch. So, da führt die Straße zum Vulkan hoch. Das ist die Straße. Da führt es nach rechts weg zu so einem Dingsbums. Da gehen wir hin. Ich muss mein Wasser auffüllen. Zweite PET-Flasche. Das heißt, ich könnte einen Schalldämpfer craften. Theoretisch. Kann ich das auskippen, obwohl es gefroren ist? Ja. Okay, das ist unser geiler Schalldämpfer. Das geht nicht mehr ran. Doch, ich dachte, das muss ich mit diesem Rückstoßkompensator-Verminderungsteilstück machen. Nicht machen. So, wie viel hält's aus? Boah, ist das schwer zu zielen damit. Verbrauche ich jetzt nicht, glaube ich. Ziehen weiter, machen unser Wasser dort schön voll. Mit der einen Flasche, die wir jetzt noch haben. Jetzt habe ich bestimmt wieder übelst die Antenne hinten drauf, ne? Genau. Na, na, na. Ja, geh schön weiter. Das ist der nächste, ich weiß gar nicht. Ich habe den Stein eingesammelt. Warum? Warum drücke ich denn so schnell? Brauche ich gerade nicht. Habe ich jetzt beide Hackebeile wieder mit? Ne, den einen Hackebeil habe ich gedroppt. Ich muss da wieder ein bisschen minimalistischer werden. Es reicht halt alles einmal. Einmal Streichhölzer, einmal was zum Schneiden. Ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Eine Flasche. Gehe ich mal hier rein, dann ist das voll da oben. Dann ist das voll. Das ist so gut wie voll. Hier habe ich ja sogar noch ein Messer, fällt mir gerade auf. Kühl getrocknet, hauen wir gleich weg, dass wir Platz haben. Sehr gut.
Und ein Kompass finde ich mega. Den habe ich auch so lange schon vermisst. Ne? Ich habe immer wieder gedacht, ich brauche echt mal so einen scheiß Kompass langsam. Top. Das Ding brauchen wir nicht mehr. Okay. Hatten wir nicht die Bärenparty? Ich glaube ja. Ich glaube, der war der Bär. Oh, ich glaube, ich bin ein Stück zu weit gelaufen. Direkt nach der Ortschaft führt die Straße nach links weg von uns aus gesehen. Ach, da. Ich guck mal. Brunnen, Wasser, geht gleich wieder los, ne? Ich mach das gleich mit dem Wasser. Ah, wie krass das ist. Klingt ja übel eklig. Ich würde gerne auf das Haus hoch. Ihr habt gesagt, da soll ich hochgehen, wenn Tiere kommen. Ich hoffe, meine Ausdauer spielt da natürlich mit. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ihr habt recht. Ja, dann komm mal her jetzt. Ich bin einer von euch. Ja, ich gehöre dazu. Können diese Augen lügen? Oder die anderen. Ich weiß jetzt nicht, welche. Jetzt kommt mal her, bitte. Zeig doch mal, was du kannst. Oh, shit. Sind das Wölfe oder ist das ein Feueralarm? Kommen die jetzt oder ist es eher nicht so deren Stärke? Ich will zu dem Brunnen. Da kommen sie, die Schweinebacken. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier nicht ein Typ kommt. Ein Spieler. Warte doch. Dürfte es gewesen sein. Mega geil. Das war easy. Dann weiter zum Brunnen. Danke für den Tipp. Thank you, thank you. Das hätte bei den Bären auch geholfen. Wusste ich nicht. Wusste ich ehrlich nicht, dass man einfach da so, dass der so weit oben nach oben hin klettern kann. Das habe ich nicht gewusst. Aber cool, gut zu wissen. Muss ich allgemein mal testen, so wo man überall hochklettern kann, dass ich das mal auf die Schnelle weiß, wenn wieder sowas ist. Wäre dann unangenehm, während mir drei Wölfe in den Arsch beißen, dass ich dann anfange da rumzuhopsen und versuche irgendwo hochzukommen. So, ist das vor der Brücke oder nach der Brücke? Nach der Brücke. Das hat vielleicht jetzt den anderen so ein bisschen hellhörig gemacht, der da noch eben nebenan geschossen hat. Aber cool, ich finde das geil mit den Tieren, mit den Wölfen und sowas. Ich finde den Sound noch ein bisschen weird. Das könnte ein bisschen leiser, dezenter sein und auch ein bisschen, weiß ich, wie soll ich sagen, hochwertiger vom Sound her. Es wirkt ein bisschen blechernd, merkwürdig. Aber gut. Wir hauen uns erstmal die Hucke voll. Hier nicht ein Spieler nähert. Voll, 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 voll. Stopp, stopp, stopp.
Tschüssi. Hat mich gefreut. Ja, die Wölfe hätte ich jetzt auch noch auseinandernehmen und das Fett mitnehmen können. Ich habe ein bisschen Angst, wenn da gerade Schüsse waren. Ich habe da gar keinen Bock, jetzt genau da drüben zu hocken und das zu machen. Ich hocke lieber einen Meter weiter und mache das. Oh, geil. Oh, das ist jetzt die nächste Ortschaft. Das ist jetzt nämlich Dulinovka. Und in Dulinovka gibt es auch übrigens direkt einen Brunnen. Also Wasser ist hier echt gar kein Thema. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch so Jäger-Ups-Equipment-technisch mäßig gut dabei ist. Würde ich jetzt gerne noch looten in der Folge, dass wir das noch zusammen machen. Und da... Gott. Genau, da können wir das halt schön noch zusammen hier durchlooten. Fange ich ihn an? Wo höre ich ihn auf? Wo gehe ich ihn hin? Ich gehe erstmal hier links rüber. Wenn hier Sachen spawnen. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen, das ist ja... Ich fühle mich da sehr beobachtet gerade. In der Ecke so war ich noch gar nicht, tatsächlich. Ja, dann nehmen wir doch den schöneren. Das ist ein Krankenhaus. Vielleicht finden wir da nochmal eine Adrenalinspritze. Hier ist Ruhe. Danke. Brauche ich erstmal nicht, die Streichhölzer. Ein bisschen nervig ist noch, dass ich nur einen Mac habe. Ich weiß nicht, ich nehme das erstmal mit, ob ich das brauche. Epipen wäre halt am geilsten. Na gut, dann nicht. Okay, dann gehen wir noch die andere Seite ein bisschen durch. Und mal sehen, wo es uns dann hinschlägt. Auf jeden Fall ist die Ortschaft ein bisschen breiter gefächert. Also die ist ein bisschen dichter, nicht so dicht besiedelt, so wollte ich eigentlich sagen. Ja, hallo. Also die andere ist halt schön kompakt, da läufst du halt rum und findest den ganzen Shit. Hier ist das so ein bisschen auseinandergezogen. Na, endlich mal eine Gürteltasche. Gut, Glück gehabt. Oh, sehr gut für die Longhorn. Sehr gut. Die Pistole würde ich gern nach wie vor da oben beibehalten. Danke. Genau, aber noch ein bisschen Longhorn-Munition, obwohl bei der bestimmt 5-6 Schuss reichen. Also die
Ist jetzt nicht so für den Kampf gedacht ständig. Da hätten wir ja dann eigentlich die Mosin, beziehungsweise momentan noch dieses SSG, ne? Gedöns. So. Okay, ich würde sagen, ich laufe das noch ein bisschen ab. Würde an der Stelle die Folge ganz liebevoll beenden. Mich vielmals fürs Zuschauen bedanken wieder mal. Und ihr dürft sehr gerne eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und mal gucken, wo wir dann nächste Runde hingehen. Ich merke mir definitiv diesmal den Server, dass wir auch wissen, oder ich weiß, wo wir uns einloggen, dass wir dann auch wieder da sind, wo wir jetzt sind und von hier aus weiter starten können. Weil das ist halt echt, finde ich ein bisschen schade, dass selbst auf den offiziellen Servern ich ständig auf dem einen bleiben muss. Ist halt blöd, was ist, wenn der halt einfach mal leer ist, ne? Das ist halt jetzt eben Nacht und ich möchte jetzt nicht Nacht spielen, aber ich will gerne hier weiter zocken. Geht so leider anscheinend nicht. Gut, so soll es sein. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Schöne Woche, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.